Blitzermarathon in Deutschland. In zahlreichen Bundesländern führt die Polizei in dieser Woche vermehrte Geschwindigkeitskontrollen durch. Laut ADAC sollen vor allem unfallträchtige Streckenabschnitte mit besonderer Gefährdungslage, also zum Beispiel vor Schulen, verstärkt kontrolliert werden. Auch Hamburg nimmt wohl an der Aktionswoche teil. Der ADAC begrüßt die sogenannte Speed Week. Sie leiste einen Beitrag zur Verkehrssicherheit, da sie den Verkehrsteilnehmenden die Gefahren zu schnellen Fahrens bewusst mache und entsprechend sensibilisieren könne.